Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, das ist der Ramses, das ist der Hannes. Moin. Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ich habe letztens die Salt Chip Challenge probiert gemacht. Ich habe extra gesagt, ich möchte das separat vom Hannes mal probieren, mal testen, dass wenn der Hannes da ist, gar nicht weiß, wie das geschmeckt hat und wie das für mich war, damit der Hannes da alleine durch kann. Wir sind jetzt nicht in der Küche, wir sind hier draußen am Challenge-Tisch. Guckt euch das an. Das ist der Hannes. Hier drin ist jetzt noch ein Salt Chip für den Hannes. Na gut, hier sind erstmal so Aufkleber von Brewhard. Na gut. Einmal die Hannes-Edition und einmal hier die Regenbogen-Edition. Das ist Brewhard. Und dann haben wir hier zwei Salt Chips eigentlich drin. Der eine ist noch zu, der andere ist auf. Welcher ist welcher Hannes? Mal gucken, ob du es errätst. Das Gute ist, diesmal kann ich direkt mit der Kamera hier auf den Hannes draufhalten. Da ist noch was drin. Denn der möchte jetzt auch den Salt Chip mal probieren. Hannes hat ja auch den Hot Chip probiert. Hannes ist immer dabei, wenn es um scharfe Sachen geht. Ihr seht schon hier Salt Chip Challenge. Da ist ein Smiley, der kurzt. Ich muss auch sagen, ich hatte die, als ich den getestet habe, ein paar Stunden danach, mir ging so im Wanst rum. Ich bin aufs Klo und dachte, ich muss kotzen. Ich habe nicht gekotzt, aber ich war immer zu kurz davor, so ungefähr, weil das irgendwie abartig war. Du brauchst jetzt bestimmt hier mal ein Messer, damit du das an der Seite aufschneiden kannst. Und dann würde ich das Ganze schon in deine Hand übergeben, Hannes. Das heißt, du kannst den blauen Sarg aufmachen, den Salt Chip Challenge Sarg. Da ist sogar noch ein Handschuh dabei. Zum Haare färben, guck dir das an, das Material. Also das andere, das war ja ein richtiger Gummiflatschen. Ja, das ist einfach so ein Papier. Ich hab mal, mit meinen Würstelfinger komme ich das besonders nein. Die Würstelfinger kommen nicht nein. Hat er gesagt. Hier, der Hannes, der hat, hey, meiner war hier noch so dran, deiner ist komplett ab. Hast du etwa beide Seiten durchtrennt? Hm, ich habe nur eine Seite durchtrennt, da war das immer noch irgendwo dran. Okay. Der Hannes hat ihn jetzt einfach komplett weg und sagt, scheiß da mal auf die Verpackung, braucht man nicht, ich habe hier die Tüte Chips. Die Bianca hat gesagt, das geht gar nicht auf, da hat die LA ja extra eine Schere gegeben, damit die Tüte aufmacht. Ich habe den einfach so raus. Ich sehe, bei dir geht das auch. Ich habe keine Ahnung, was bei ihr los ist. Sag mal, da fehlt doch ein Stück. Ist da noch was drin oder was? Hannes, nee. Zeig mal. Da müssen wir jetzt mal. Kannst du das mal irgendwie aufmachen? Es kann doch nicht sein, dass beim Hannes die Spitze, da ist nichts mehr drin. Seht ihr das? Der Hannes, der hat nicht mal einen ganzen Chip bekommen, weil beim Hannes fehlt die Spitze. Die anderen haben alle einen Chip bekommen, der ist komplett. Beim Hannes fehlt die Spitze. Aber egal, der ist trotzdem grün. Der ist ein bisschen dick, siehst du ja, oder? Ja, schwer ist er vor allem, schwer. Ist dick und schwer, dann würde ich sagen, nasch den mal rein. Schön zerkauen, schön runterschlucken. Und boah, eigentlich hätte ich gesagt, 5 Minuten dann ohne zu trinken, ohne irgendwas. Aber wir haben ja eh keinen zu trinken hier, also hast du Pech. Probier mal. Und ich fand gerade das Zerkauen richtig abartig. Wie als würdest du eine Tüte Mehlwürmer im Mund aufmachen und es wird immer mehr. Und du musst dann irgendwie da durch. Da ist keine Schärfe zum Aushalten, sondern es ist einfach so trocken. Und es ist halt so penetrant und so staubig und so richtig bläh. Das muss man dann kauen und runterschlucken. Aber nach dem Runterschlucken geht's auch direkt. Hab ich die Erfahrung gemacht. Wie der Hannes die Erfahrung macht, das seht ihr jetzt gleich hier. Wenn du es runtergeschluckt hast, dann kannst du ja mal kurz die Zunge zeigen, damit man sieht, dass alles weg ist. Und dann kann man auch mal gucken, ist das jetzt gelb, grün? Das ist der Hannes. So. Hat's geschmeckt? Ja, es war nicht schlecht, aber... Was heißt hier, es war nicht schlecht? Zu trocken. Alles hier, haut mich alles hier unten rein, Junge. Guckt euch doch mal die Schnauze an von dem Hannes-Typ da. Der hat so sieht's aus, wenn du prominent bist, dann hast du die Lippen aufgespritzt. Was fandst du jetzt besser, den Hot Chip oder den Salt Chip? Hot Chip. Warum?
Weil der war wenigstens scharf, aber der ist ja schon extrem. Also das ist, als wenn du Salzwasser trinken würdest. Genau, so steht es auch in der Verpackung. Als wenn du Salzwasser trinkst, den ganzen Ozean leer schmuggelst, so schmeckt das dann. Aber war der jetzt knusprig? Ja, am Anfang schon. Also er war mehr fest als knusprig. Für mich war das alles wie Knetmasse. Ne, es ist halt einfach, ja, komisch. Komisch? Komisch. Komische Sachen. Hast du gerade Durst? Ja, irgendwie schon, würdest ja. Würdest du gern was trinken? Ja, würde ich schon. Aber wir haben ja nichts zu trinken. Eben, deswegen ja. Das heißt, bis wir jetzt oben sind, sind eh wieder 5 Minuten vergangen. Hannes hält es also aus, 5 Minuten ohne zu trinken, aber er hat nicht gekotzt. Ja. Weil die meisten, die da das irgendwie getestet haben, da ging es... Haben sie so eine Ecke abgebissen und ging es... Oh mein Gott! Die ganze Zeit. Und da hat auch die Bianca gesagt, ah, ist ja voll übertrieben, ne? Aber ihr seht, der Hannes sitzt da und sagt, oh, das war gut. Das war gut, ja. In Bayern essen wir das zum Frühstück. Und das ist schon die ganze Aktion. Ja, neben dem Salt Chip, ne, und dem Hot Chip gibt es ja auch angeblich den Sour Chip, den Extreme, also den sauersten Chip der Welt. Der ist in der Grünverpackung. Würdest du den auch mal probieren? Ja, definitiv. Eklor, sagt er hier. Ja, ihr seht den Hannes, den kann man halt nichts vormachen. Das sind die Hannes-Särg. Willst du da einen mitnehmen als Andenken? Dann ja, kannst klar. Du dir anstellen hier zu Hause. Egal, den hänge ich mir an die Wand. Dann würde ich sagen, ja, habt ihr das schon mal probiert? Die Salt Chip Challenge, dann schreibt es mal in die Kommentare. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses, euer Hannes. Pfiat euch. Tapferer Krieger. Ich glaube, du hast es viel schlimmer vorgestellt, oder? Ja, definitiv. Du bist jetzt schon wieder enttäuscht. Ja, etwas. Sagst, wo etwas. Ist denn jetzt hier die Challenge? Etwas. Okay, Hannes. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.